Geschichten für Kinder und Junggebliebene von Theo Terluther. Theo Terluther, geboren am 9. Juni 1917, gefallen am 30. Dezember 1944 in Wassenack, Belgien. Geboren wurde Theo Terluther in Harsewinkel als Sohn des Friseurmeisters Gerhard Terluther und dessen Ehefrau Katharina, geborene Heidmann. Bis zum 14. Lebensjahre besuchte er die Volksschule in Harsewinkel und erlernte dann den Beruf des Friseurs bei seinem Vater. Theo war sehr musikalisch und spielte Gitarre und das damals sogenannte Schieferklavier. Seine weiteren Vorlieben waren die Malerei und die Dichtkunst. Von diesen Schöpfungen wird in diesem Buch berichtet. Beim Rückzug der deutschen Truppen aus Frankreich ist Theo 1944 in Belgien gefallen. Aus seinem Nachlass wurde von seinem Cousin Georg Terluther dieses Buch erstellt. Nachtwächter Jönsken. Seht, hier wandert durch die Gassen Jönsken, einsam und verlassen. Und bei jeder vollen Stunde hebt das Horn er sanft zum Munde, hört, es tutet durch die Nacht, schlaft nur Leute, Jönsken wacht. Weiter wandert er ohn Eil. Ei, was liegt denn da? Ein Seil? Na, das kann ich gut gebrauchen, wollt mir sowieso eins kaufen. Und ob dieses Fundes heiter, wandert er gelassen weiter. Doch warum stetig weiterlaufen? Jünsken will sich mal verschnaufen. Wie es nun einmal ist im Leben, jeder tritt einmal daneben. Und wenn alle Leute ruhen, warum soll's nicht Jünsken tun? Er schenkt sich nur eine Minute. Schon schnarcht er laut, der Gute. Doch bald kommen zwei geschritten, die der Teufel hat geritten. Ei, der Daus, wer schnarcht denn da? Jünsken ist es. Oftmals hat er uns vertrieben, wenn wir heimlich wollten lieben. Jünsken, ja, das wirst du büßen. Du störst uns nicht mehr beim Küssen. Mit dem Strick, das er gefunden, wird er 1, 2, 3 gebunden. Doch schon tagt der Morgen hell und die zwei verschwinden schnell. Herr Muselmann, der früh aufstand, den armen Tropf noch schlafend fand. Doch immer mehr laufen herbei, zu sehen, was da wohl komisch sei. Dank des frechen Schusters Fritzen, gekitzelt mit der Federspitzen. Welch ein grausiges Erwachen! Ringsherum die Menschen lachen. Armes Jönsken, tief in Schunden, reißt und zerrt an seinen Bunden, bis die Witwe Havergroth ihn befreit aus seiner Not. Eine Frau mit Kind und Wagen muss im Zoo ihr Kind nicht tragen. Sie sah das Känguru mit Jungem im Beutel, was ihr sehr gelungen. Plötzlich brach das Rad am Wagen. Soll sie das Kind nun etwa tragen?
Es nahm nun mit das Mütterlein ihr Kind, dies Känguru zum Heim. Ein Kotten hier am Wegesrand, den Theo als sehr schön empfand. Mit Bleistift, Tusche und als Aquarell, so malte er ihn ziemlich schnell. Und die Verwandten soll man loben, die dieses Bild uns aufgehoben. Das Büchlein und einige Gedichte habe ich, Georg Terluther, zum Andenken an Theo Terluther gestaltet.